der Heck. It's Cappuccino time. Hello, Kuckuck. Say guten Morgen. Cheers. You. 20 Kniebeuge, 20 Liegestütze, 20 Curls und 3 Sätze. Da fliegt einer mit seiner Drohne. Die müssen wir mal wieder auspacken. Habe ich ganz vergessen, Leute. Eine coole Drohnenaufnahmen. Was skaten erstmal. Hoffe, euch geht's gut. Ich habe gestern schön einen Tag lang Pause gemacht. Gar keinen Grind, gar nichts. Ihr habt davon nichts mitbekommen, weil die Vlogs ja daily weitergehen. Aber ich habe einen Tag mal Pause genommen. Also kein Vlog, kein Poker, kein überhaupt gar nichts. Einfach, weil ich mich ein bisschen erholen wollte von der Erkältung. Ich war immer ein bisschen so ganz leicht erkältet. Ist nie so ganz ausgebrochen, aber ich habe mich ein bisschen schwach gefühlt. Ich dachte mir, es mal am besten, wenn ich einmal einen Tag Pause mache und voll chille. Los geht's, Leute. Ich lese ja die ganze Zeit fleißig eure Kommentare. Ein Kommentar war, dass man vielleicht doch nicht daily hochladen sollte, sondern vielleicht 2-3 Mal pro Woche. Das werde ich auch irgendwann mal wahrscheinlich so machen. Aber jetzt erstmal für einen Monat Daily Vlogs, weil ich erhoffe da ein bisschen, dass ich einen kleinen Boost auf YouTube bekomme, auch vom Algorithmus her und so. Das hilft, glaube ich, wenn ich einen Monat mal richtig viel produziere und genügend Watchtime habe und YouTube-Algorithmen ein bisschen auf mich aufmerksam wird und so weiter. Und dann können wir zu einem etwas entspannteren Model switchen, wo wir dann nur noch 2 Mal die Woche oder so uploaden. Aber ich lasse euch dann immer noch wissen, wie es die ganze Woche lang so lief. Und die andere Frage war, ob ich nicht mehr auf die Hände eingehen könnte, beziehungsweise dadurch, dass ich das so schnell schneide, dass es dann schwer ist, das Ganze dann so ein bisschen zu verfolgen. Also ich glaube, ich werde mal versuchen, so die Hände mit einzublenden. Beziehungsweise eine Karte, wo ihr dann einfach stoppen könnt und dann die ganze Action euch durchlesen könnt. Aber eigentlich geht es in meinen Channels nicht so wirklich um die Hände. Und ich persönlich, wenn ich irgendwelche Vlogs mir anschaue, wo der dann anfängt, über Hände zu reden, dann skippe ich halt meistens, weil interessiert mich halt nicht so wirklich. Wenn man den ganzen Tag nur mit Händen und Poker und all so Dinge zu tun hat, dann guckt man sich nicht mehr Vlogs an, um noch mehr Hände durchzugehen. Diese Vlogs sind mehr so Lifestyle, Poker, Las Vegas und so weiter. Und ein bisschen Hände, auf ein paar Hände gehe ich ja schon ein, damit ihr so eine kleine Vorstellung habt, wie die Session ablief. Aber ich werde da jetzt keine richtigen Hand-Reviews machen und mich hinsetzen und die Hand analysieren und so weiter. Das ist einfach nicht so der Channel dafür. Vielleicht irgendwann mal auf einem anderen Format, irgendwie so einmal pro Woche, wo man irgendwelche speziell einfach nur ein Video hochlädt für Hand-Reviews. Hauptsache, wir schießen hier mit Tausenden von Dollar um uns, aber können uns keine Klimaanlage leisten. Voll verschwitzt, Leute. Wir müssen dringend einmal zur Werkstatt, Leute. Entweder Klimaanlage ganz machen oder die Reifen fixen von dem anderen Wagen. Oh, denn so verschwitzt hier jedes Mal ankommen, ist auch nicht so cool. Wobei, wenn ihr euch nochmal an die Vlogs von früher erinnert, da sind wir immer mit der Harley im Sommer. Auch im Sommer durch die Gegend gedüst. Da bin ich auch immer verschwitzt, überall angekommen. Da hatte ich noch lange Haare. Also kann ich mir fast jedes Mal die Frisur neu machen. Mushroom Coffee heute auch schon check, Leute. Und außerdem hat meine Frau irgendwie so ein CMOS Smoothie gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich weiß nicht genau, ob das auf Deutsch irgendwie anders heißt. Ich habe CMOS schon vor einem Jahr oder so gekauft gehabt. Und wir wussten nicht genau, wie wir das zubereiten müssen, damit das nicht so stinkt. Wenn man das aufmacht, das schmeckt wie irgendwie Algen im Meer, total ekelhaft einfach. Und aber heute hat die irgendwas damit gemacht und hat total gut geschmeckt, muss ich sagen. Und soll wohl total gesund sein. Also heute müsste wohl extra fit sein an den Tischen. 6 Views in dem letzten Vlog. Nicht so gut. Wir starten einen neuen Tisch, Leute, und ich konnte mir den ersten Seat reservieren, also setze ich mich auf Seat 8. Ich versuche immer da 8 zu sitzen, damit ich am besten den Flop und so weiter filmen kann, also ich kann den Tisch am besten.
filmen, ohne dass mich irgendein Spieler stört. Ich kann mich hinter dem Dealer ein bisschen verstecken auch ab und zu. Leute. Bis jetzt läuft die Session ganz gut. Wir sind ein bisschen plus. 400-500 Dollar irgendwie so. Hab einmal Quads gemacht und wurde auch ausbezahlt. In letzter Zeit, das ist das dritte Mal jetzt, seit wir diese Vlogs gestartet haben, dass ich jetzt Quads gemacht habe. Einmal mit 8er, einmal mit Königen, glaube ich. Und jetzt heute mit 6er. Er hat nicht gezeigt, was er hatte. Aber ich vermute halt einfach, dass er ein Ass hatte. Da lag ein Ass und ein Flush. Er hat dann ewig getankt. Ich glaube, mit dem Flush hat er schneller gecallt. Und dann hier und da noch ein paar kleine Plätze gewonnen. Heute richtig fett abgeräumt, Leute. Ganze 70 Dollar plus. Ich glaube, ich habe 7 Stunden lang gespielt. 6 oder 7 Stunden, ich bin mir nicht sicher. Ich muss gleich gucken. Oh, da ist ein Cybertruck, Leute. Ja, richtig unnötige Session, muss ich sagen. Ich war mal, als ich das letzte Mal berichtet habe, war ich ungefähr 400-500 Dollar plus. Da habe ich mich sogar noch mal raufgekämpft gehabt. Da war ich noch mal knapp 800 Dollar plus. Und dann habe ich einen Shorty aufgedoppelt mit Ass König gegen 10er. Waren da 300 Dollar weg. Dann habe ich noch einen Shorty aufgedoppelt. Das waren 190 Dollar oder so. Auch Ass König gegen weiß ich was. Ja, und dann hier und da noch ein paar kleine Pötte verloren. Ich habe heute bestimmt 10 Mal Ass König gehabt und kein Mal irgendwas getroffen. Und somit habe ich dann auch wieder alle Profits abgegeben. Insgesamt 70 Dollar plus. Also ja. Mega unnötiger Tag. Aber so ist das nun mal, Leute. Deswegen braucht man ganz, ganz viel Geduld beim Pokern. Dann kommt man hier oft hin und kriegt einfach immer wieder aufs Maul oder dann ist man break-even für eine ganz lange Zeit, bis man dann irgendwann mal wieder irgendeinen scheiß Upswing bekommt und ein bisschen Geld verdient. Aber ja, hoffentlich sehen wir in diesem Monat noch einen kleinen Upswing. Ich habe hier eine riesen Schlange. Alle wollen sie ins Aria. Jetzt ab nach Hause, Leute. Ich habe Hunger. Die Kids und meine Frau, die haben heute Pizza gemacht zu Hause. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Jetzt ab nach Hause, ein bisschen Pizza essen und dann einen Vlog schneiden. Und dann geht es auch schon ins Bett, denn morgen werde ich ganz, ganz früh versuchen, zum Aria zu kommen. Also so früh wie möglich. Weil meine Frau wurde zum Eishockey eingeladen. Also Golden Knights Eishockey Stadion ist hier. Hoffentlich kann ich euch da auch mal mitnehmen, weil das ist ziemlich cool. Vielleicht kann ich meine Frau überreden, dass sie mal morgen vloggt. Dann kann ich euch ein paar Eindrücke aus dem Stadion zeigen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Leute, dass ihr dabei wart wieder. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. Peace.